think you set the green flag drop. So, und Max Power geht Williams. Und dann geht der Ferrari in Führung hier beim Heimspiel. Und alle berühren sich und Schiaf durch beide, durch und holt sich beide. Renault konnte die Konstrukteurstitel sowie mit einem neuen Fahrer den Fahrertitel holen und sogar verteidigen. Man war in den Testfahrten wieder sehr weit vorne mit dabei, was dafür spricht, dass das Team sehr gut ist. Vor allem konnte man sehr viele Runden fahren, weil die Zuverlässigkeit hervorragend war. Ex-Meister TRL Schnitzel kommt nach einem Jahr wieder zurück zum Team. 6 Siege reichen ihm nicht, um den Titel zu verteidigen. RWRTR WM 19. bekommt ein besseres Auto als das von Williams. Platz 6 konnte er zweimal mit dem Williams als letztbeste Position verzeichnen. Das Ziel von Renault ist natürlich wieder, die beiden Titel zu verteidigen, und diesmal soll wieder der Ex-Meister den Titel holen. Mercedes scheiterte wieder knapp an dem Konstrukteurstitel und dem Fahrertitel, und man musste sich mal wieder mit Platz 2 begnügen. Bei den Testfahrten war man sehr gut, man war relativ nah an Renault dran. Aber die Zuverlässigkeit war nicht ganz top. Da muss man auf jeden Fall noch was verbessern. Steve Rossi, die 0815, WM 4. bleibt dem Team treu. Viermal war er siegreich bei einem Rennen. Snipes, WM 10. konnte die Aufmerksamkeit gewinnen. Ein Sieg in einem unterlegenen Sauber war sein Highlight. Das Ziel von Mercedes ist, endlich Renault zu besiegen und einen Titel mindestens zu holen. Ferrari hat einen schwachen Saisonstart mit nur wenig Punkten. Aber ab Saisonmitte war man fast Dauergast auf dem Podium, was gut war für die Positionen. Die Testfahrt man auch sehr vielversprechend und man war vorne mit dabei. Und die sehr starke konstante Zuverlässigkeit spricht für sich. Meister DL Magnus wechselt von Renault zu Ferrari. Ein Sieg reicht ihm für den Titel. DL Johnny, WM 8. erwartet ein konkurrenzfähiges Fahrzeug als letzte Saison. In Frankreich und Ungarn holte er Platz 4 als beste Position. Ferrari ist das Ziel, den Angriff auf zumindest einen Titel. McLaren hatte eine gute Saison, aber leider mit einer schwachen Phase in der Saisonmitte. Aber man stand häufig auf dem Podium. Man hatte einen sehr guten Topspeed auf den Geraden, aber man hatte leichte Probleme in den langsamen Kurven auf diesem Kurs. Und vor allem hat man kleine Probleme in der Zuverlässigkeit. CA993 WM 7. musste wechseln, da bei Red Bull kein Platz mehr war. In Spanien und Deutschland konnte er einen Sieg feiern. Senna WM 17. kam vom Sauber, mit dem er nicht zurechtkam. Sein bestes Ergebnis war mit dem Sauber ein Platz 5 in Österreich. Das Ziel für McLaren ist, den Anschluss an die vorderen Teams zu halten und wenn es geht, sogar die zu überholen. Toro Rosso hat eine Saison mit Höhen und Tiefen. Bei manchen Rennen war man Podestanwärter und bei anderen musste man um die Punkte bangen. Honda brachte ein Motorupdate zu den Testfahrten, was man direkt merkt, weil man das Team irgendwie relativ schnell war. Und die Zuverlässigkeit war auch sehr, sehr gut.
Max Power 2010, WM 5. braucht eine neue Herausforderung, die findet er bei Toro Rosso. Platz 2 konnte er zweimal holen, einmal in Deutschland und einmal in Brasilien. Freezy B34 ST, WM 16. will ein würdigeres Auto haben als letztes Mal. Platz 3 konnte er einmal mit dem Racing Point feiern. Das Ziel von Toro Rosso ist, größere Schritte nach vorn zu machen, um endlich mal vielleicht einen Sieg zu feiern. Sauber hatte einen sehr guten Saisonstart und man hatte viele Podestplätze. Aber durch eine falsche Entwicklung wurde das Team zurückgeworfen. Bei den Testfahrten war man leider nicht so schnell wie erwartet. Aber die Zuverlässigkeit war sehr gut und man sucht seinesgleichen. Sir Langeweile, während 30. hofft öfter ins Ziel zu kommen. Letztes Jahr kam er leider kein einziges Mal ins Ziel wegen technischer Probleme. VP Daniel, 14. der WM, musste 9 Fahrern weichen. Mehrmals stand er auf dem Podium und Platz 2 war sein bestes Ergebnis. Das Ziel von Alfa Romeo Sauber ist es, viele Punkte zu holen und näher an die Spitzenteams zu gelangen. Red Bull hat eine durchwachsene Saison. Man war selten ganz vorne, eher im Mittelfeld unterwegs. Aber man hat nie richtig in die Saison gefunden. Die Tests fand man ordentlich und man war nicht ganz vorne, aber auch nicht ganz hinten, eher wieder im Mittelfeld. Aber die Zuverlässigkeit lässt leider noch zu wünschen übrig. DLL Charlie, WM 6. wurde von Toro Rosso ins Team geholt. In Frankreich holte er ein Podest mit Platz 3. DLL Kim Kim 71 wurde WM 9. und musste das weiße Team Renault verlassen. Mehr als ein 4. Platz als bestes Ergebnis war nicht drin. Das Ziel ist es, mit dem guten Fahrerduo wieder nach vorn zu kommen. Vielleicht nicht direkt den Titel, aber Platz 2 oder 3 sollte drin sein. Racing Point hatte sehr starke Zuverlässigkeitsprobleme, was dieses Punktesammeln erschwerte. Aber wenn man ins Ziel kam, hatte man gute Ergebnisse. Die Testfahrten waren gut und man war solide dabei. Und die Zuverlässigkeit wurde auch deutlich verbessert, was einen guten Blick auf die Saison gibt. F1 Alonso 08, Vizemeister, kommt vom Ferrari und will dem Team helfen. Ganze 5 Siege feierte er mit diesem Team. Nest Evil 02, WM 15. hat alles, um das Team Haas zu verlassen. Er hat aber starke Ergebnisse mit den unterlegenen Haas geholt. Das Ziel ist es, die Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Williams hatte einen schlecht entworfenen Wagen und war auf den meisten Strecken nicht konkurrenzfähig. Deswegen war man ganz selten in den hohen Punkterängen. Die Testfahrten waren nicht zufriedenstellend, man war immer noch weit hinten. Und man hatte kleine Probleme in Sachen Zuverlässigkeit. Lex Marcus, 29. der letzten WM, geht von Haas zu Williams. Ein Punkt im unterlegenen Haas war sein bestes Ergebnis. Tarman, WM 12. musste sich ein neues Team suchen und konnte bei Williams anheuern. Einmal einen 2. Platz bei McLaren war sein bestes Ergebnis. Das Ziel ist es, das Auto so zu verbessern, dass man regelmäßig in die Punkte fahren kann. Ja.
Haas war die ganze Saison mit einem unterlegenen Material unterwegs. Das Highlight der Saison für Haas war das Podest in Ungarn. Man ist auf dem Weg der Besserung, man war etwas näher dran am Feld als letzte Saison. Und Dauerläufer war man fast auch, weil die Zuverlässigkeit hervorragend war. Kotschka erhält einen Stammplatz für die ganze Saison. Kleine Einsätze letzte Saison sahen vielversprechend aus. Muki76 bekommt ebenfalls die Chance und erhält einen Stammplatz. Auch gute kleine Ergebnisse halfen bei der Verpflichtung bei Haas. Das Ziel ist es, wieder näher ans Feld zu kommen und vielleicht den letzten Platz die Saison abzugeben wieder.